Hallo Menschen, heute möchte ich Der schmale Pfad durchs Hinterland von Richard Flanagan rezensieren. Ich hatte eigentlich keine Rezension dazu geplant, aber ich fand es so großartig, dass ich es euch gerne ans Herz legen möchte und nochmal extra besprechen möchte. In diesem Buch herrscht eine ganz schwermütige, drückende Stimmung, was ich wirklich sehr, sehr gut fand und auch dem Thema entsprechend. Es geht zum Großteil eben um den Bau der sogenannten Death Railway. Im damaligen Sima, also heute hauptsächlich Thailand, während des Zweiten Weltkrieges durch australische Kriegsgefangene. Also es gab dort auch noch andere Nationalitäten, aber das Buch konzentriert sich zum Großteil eben auf so eine Gruppe australischer Kriegsgefangener. Und ich hatte in der Schule nie davon gehört, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, sondern ich erfuhr erst letztes Jahr, und ich weiß, ich bin jeden Tag wieder aufs Neue von meiner eigenen Unwissenheit beeindruckt, durch diesen Film The Railway Man davon. Der hat so einen komischen deutschen Titel, sowas wie Die Liebe seines Lebens, glaube ich. Der ist übrigens auch ganz empfehlenswert, aber das Buch noch 10-mal besser. Und da kam ich zum ersten Mal mit dem Thema in Verbindung. In einem Interview sagt der Autor, dass er in diesem Buch durchaus auch die Schönheit des Lebens betonen will, was wahrscheinlich auch vorkommt. Aber über weite Strecken liest sich dieses Buch ähnlich wie Die Straße von Cormac McCarthy, was ich durchaus als Kompliment meine. Es ist wirklich nicht hoffnungsvoll, es ist furchtbar. Und er beschreibt auch in durchaus, sag ich mal, krassen Bildern, wie sich eben diese Gefangenen dort durch Matsch und voller Krankheiten und zunehmend wirklich verreckend durch den Dschungel arbeiten müssen. Und die Bilder, die er findet, sind sehr extrem, aber ich nehme an, durchaus realistisch. Ich möchte euch ein Beispiel vorlesen, in dem vorher wurde halt so zum Appell gerufen und manche müssen dahin wirklich kriechen. Sie können nicht mehr anders. Manche werden halt gestützt und so. Und dann steht hier: ins Lazarett, weniger eine Krankenstation als eine Hütte, in der die schlimmsten Fälle in Dreck und Wundbrandgestank auf langen Lattenrostpodesten liegen durften, kamen nur noch die Sterbenden. Es gab keine gesunden Männer mehr. Es gab nur noch die Kranken, die Schwerkranken und die Todgeweihten. An einer Stelle wird beschrieben, da versuchen sie jemanden das Bein abzunehmen, also eigentlich nur noch den zurückgebliebenen Stumpf, und die haben keine Krankenstation. Sie versuchen das mit irgendwelchen gestohlenen Drähten aus einem Auto, und Blechdosen dienen als Reflektoren, und ja, so wird es beschrieben. Also auch ein paar eklige Sachen, die halt dadurch auch passieren, also wenn die alle ausgemergelt sind und man den Anus so herausgestülpt sieht, also das wird durchaus beschrieben. Anfangs haben wir eigentlich nur so einen Protagonisten, nämlich einen Sanitätsoffizier. Und auch schon zu Beginn des Buches gibt es sehr, sehr viele Zeitsprünge. Vorher, nachher, während des Krieges wird immer hin und her gesprungen, und dann wechselt auch die Perspektive zunehmend. Also ich würde sagen, er bleibt immer noch unser Protagonist, aber wir haben halt sehr viele Sprünge auch zu anderen Personen, lernen die besser kennen. Und das hat halt diesen interessanten Blickwinkel, dass wir unter anderem auch die Gedanken der koreanischen und japanischen Aufseher kennenlernen. Und hier, finde ich, kriegt Richard Flanagan die Balance sehr, sehr gut hin, dass die Japaner auf jeden Fall in der Täterrolle sind in diesem Moment, aber dass trotzdem sehr, sehr gut auf sie eingegangen wird. Es gibt hier zum Beispiel eine Stelle, da ist der japanische, ich habe jetzt gerade den Dienst gerade vergessen, Offizier wahrscheinlich, also der Aufseher dort, mit unserem Protagonisten im Gespräch, und der japanische Offizier, er versteht wirklich nicht, was der andere gerade von ihm will, weil für ihn ist der Gedankengang folgendermaßen: ihr habt in dem Moment gerade den Krieg verloren, ihr seid kriegsgefangen und ihr habt es verpasst, euch selbst umzubringen, also seid ihr ehrlos. Also können wir euch nicht anders behandeln, ihr habt keine Ehre, das musst du doch einsehen. Ich kann euch nur mit Grausamkeit begegnen, denn vor dem Kaiser seid ihr nichts, vor mir seid ihr nichts. Und dieser Mentalitätsunterschied, auch dieser Ehrenkodex, der natürlich auch durch Indoktrinierung irgendwie entstand, wird sehr, sehr gut wiedergegeben, meiner Meinung nach. Für sie ist diese Gewalt logisch und normal, und das war sehr interessant, da auch reinzuschauen. Es wird auch niemand jetzt, also auch die Japaner sind jetzt nicht nur auf diese Ehre reduziert, sondern es war sehr gut, dieser Blickwinkel hat da gut hingekriegt, meiner Meinung nach. Was mir auch sehr gut gefiel, ist, dass eben auch Koreaner und Thailänder vorkommen, dass diese Australier anfangs in Syrien stationiert waren, und das wird dann verlängern. Also all diese Verbindungen zieht, wo einem nochmal klar wird, das war wirklich ein Weltkrieg. Es ging nicht nur um Deutschland und drumherum, sondern es waren so viele involviert. Genauso in einem kleinen Nebensatz erwähnt er einmal Trostfrauen. Das ist wirklich nur ein Nebensatz von einem Nebencharakter, in dessen Vergangenheit wir mal gucken. Und Trostfrauen waren prinzipiell Zwangsprostituierte, meistens aus von Japan besetzten Gebieten, aber auch eine Japanerinnen, die dann eben an die Front meistens gegeben wurden und dort von den Soldaten vergewaltigt werden konnten. Und
nur dieser kleine Satz hat mich schon dazu angeregt, also erstmal natürlich die Wikipedia-Seite zu lesen und mir 5 neue Bücher auf meine Wunschliste zu schreiben. Und das hat mich so mitgenommen. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also auch, ich bin manchmal auch so wütend auf die Kriegsverarbeitung in Japan. Da gab es halt einige Leute, die da, also auch welche, die sich entschuldigt haben, aber viele, die gesagt haben, es ist ja gar nicht klar, ob da wirklich Zwang ausgeübt wurde, vielleicht sind die da freiwillig hingegangen. Und ein anderer hat gesagt, na ja, natürlich haben wir sie gezwungen, aber das war halt einfach notwendig. Die Soldaten brauchten mal eine Pause. Wie hätte man das denn sonst machen können? Und wie gesagt, in dem Buch geht es wirklich nicht darum, aber er hat es geschafft, durch diese kleine Nebengeschichte mein Interesse für etwas zu wecken und das sehr, sehr gut in dieses große Ganze einzubauen. Allgemein beschreibt er eben sehr viele Grausamkeiten aus dieser Zeit natürlich und dazu 2 Zitate aus einem Interview. Er sagt: Ich finde es nach wie vor schwer vorstellbar, dass beim Bau dieser Strecke mehr Menschen starben, als der Roman Wörter enthält. Das ist auch nochmal so ein, also für mich war das auf jeden Fall so ein totaler Wow-Effekt. Ich dachte, das setzt das Ganze nochmal richtig in Relationen. Und worauf ich auch nochmal eingehen möchte, ist, dass er dem ganzen Buch zum Beispiel ein Zitat von Paul Celan vorstellt und dann die meisten Kapitel mit Haikus einleitet. Und da sagt er dann nochmal: Celan hat einige der großartigsten Gedichte in deutscher Sprache verfasst, über die schrecklichsten Gräueltaten, die Deutsch je verübt haben. Ich wollte über das schreckliche Grauen schreiben, das von Japan ausging, doch dabei alles würdigen, was an ihrer Kultur großartig und erhaben ist. Und dies gilt insbesondere für die japanische Literatur. Also ihr hört ja auch nochmal, es geht hier nicht um Vorurteile und darum, irgendwie alles Japanische jetzt im Nachhinein zu verdammen und den Hass ewig weiterzutragen. Absolut nicht, sondern er schafft es wirklich, dieses große Bild in einem Roman aufzufangen, was alles dazugehört. Und natürlich verfallen Nationen immer wieder in Krieg, aber dass halt da noch mehr dahinter steckt, und das gefiel mir sehr, sehr gut. Dadurch und durch diese Zeitsprünge immer in die Zeit vorher und nachher und durch eine Liebesgeschichte, die wir darin haben, wird das Ganze auch nie zu so reinem Elendsporno, was ich sehr gut fand. Insofern kam mir die Liebesgeschichte jetzt auch nicht kitschig, sondern sehr gut und als notwendiger Kontrast zu diesem Elend vor. Auch da möchte ich euch ein Zitat vorlesen, in dem unser Protagonist einen Brief von zu Hause bekommt. Und es ist nicht mal die Liebe seines Lebens, sondern eine andere Frau. Und da steht hier: Im zweiten Drittel der ersten Briefseite hielt er inne. Er konnte nicht weiterlesen. Es war, als wäre er in ein Auto gesprungen und mit Vollgas gegen die erstbeste Mauer gefahren. Die Buchstaben in Ellas eleganter Copperplate-Handschrift verrutschten und stiegen vom Papier auf wie Staubpartikel. Immer mehr Staubflusen stießen zusammen, bis er zuletzt Schwierigkeiten hatte, ihr Gesicht vor sich zu sehen. Es schien ihm zu wirklich und zu unwirklich zugleich. Er wusste nicht, ob es an dem Malariaschub lag, von dem er sich immer noch nicht erholt hatte, oder an der Erschöpfung oder an dem Schrecken darüber, einen Brief erhalten zu haben, den ersten seit mehr als einem halben Jahr. Er las noch einmal, verlor sich aber wieder in seinen überdeutlichen und zugleich undeutlichen Erinnerungen. Der Staub schimmerte immer heller, das nachmittägliche Sonnenlicht blendete ihn mehr denn je. Er konnte ihr Gesicht nicht erkennen. Er dachte, die Welt, sie existiert. Einfach so. Und das fand ich so eine großartige Stelle, wie die in ihrem Elend gerade liegen und diese Briefe bekommen und sich klar werden, da sind Leute, die backen gerade ganz normal einen Kuchen und die Welt geht weiter und wir haben hier mit diesem Elend zu kämpfen. Und es war eigentlich immer eine sehr, sehr gute Balance. Es wird auch mehrmals darauf eingegangen, dass die Leute, die das erlebt haben oder andere Dinge im Krieg, das auch nach Jahren nicht wirklich verarbeiten konnten oder halt immer wieder in diese Zeit zurückgezogen werden. Und da gab es diesen großartigen Satz über einen davon, der sich so dachte: Ich habe nie etwas anderes erlebt. Also alles, was danach kam, Kinder, Hochzeiten, 50 Jahre haben sie vielleicht noch gelebt, die waren ja alle auch sehr jung. Das hatte gar nicht so wirklich Bedeutung oder konnte nie so groß werden wie diese Erlebnisse während des Krieges. Und ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr erschütternd geschrieben. Es gab am Ende des Buches zwei Dinge, zwei aufeinanderfolgende Dinge, die ich so etwas konstruiert fand, aber das konnte dann mein Vergnügen an dem Buch auch wirklich nicht mehr mindern. Mir gefielen die Zeitwechsel zum Vor- und Danach. Es hat mal wieder zum Nachdenken über das Gute im Menschen angeregt. Dazu auch noch eine kurze Episode. Da verbrennen sie gerade mehrere Leute so etwas abseits des Lagers. Tote Leute. Und dann fragt einer: Glauben Sie noch an Gott, Bonnox? Keine Ahnung, Colonel. In letzter Zeit frage ich mich eher, ob ich noch an den Menschen glauben soll. Und dann geht es so schlimm und aber auch absurd weiter. Die verbrennenden Leichen knackten und zischten. Eine hob den Arm, als die Hitze die Sehnen zusammenzog. Einer der Bestatter winkte zurück. Mach's gut, Jackie. Jetzt hast du's hinter dir, Kumpel. Und wie schon angedeutet, geht es natürlich auch viel um Traumaverarbeitung, die Zeit danach. Und ja, ich kann es nur empfehlen. Ich fand es sehr, sehr gut. Es ist seit Gerd Ledigs Vergeltung das erste Buch über den Zweiten Weltkrieg, was mich richtig mitgenommen hat, aber was auch
tatsächlich ein Tick hoffnungsvoller ist, was vielleicht dann noch so eine, naja, positive Wendung hat es eigentlich auch wirklich nicht, aber was einem zumindest die Hoffnung nicht ganz vergeht, dass es irgendwie weitergehen könnte. Und ja, absolute Empfehlung, gefiel mir sehr, sehr gut. Vielleicht hat ja einer von euch schon gelesen und kann mir etwas dazu sagen, oder ich habe euer Interesse geweckt, das wäre natürlich noch besser. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal.